So. Also wir waren eben dran, dass halt eben Facebook aus der EU raus will und dass halt eben die EU eigentlich ja mehr oder weniger nur an sich selber denkt und nicht an, irgendwie an die an den kleinen Bürger. Also vielleicht schon irgendwo, also das hilft dem kleinen Bürger, aber die denken in erster Linie daran so, yo, Facebook soll mal sein Geld hier in die EU stecken. So. Scheiße, wieso baue ich Erde? Bin ich doof. Ich denke mal, auch der Cobblestone wird nicht ganz reichen. Aber ich gehe ja gleich da und dann ein bisschen abbauen. So, sollte ich nicht schon vielleicht mal langsam hier ein bisschen hochbauen? Ich denke, ich mache das mal. Aber ich kann nur einmal hochbauen. Weil ich eben nur 4 Treppen habe. So, dann bauen wir vielleicht einmal hier hoch. Ich denke, ich baue noch einmal hoch. Ja, das kommt besser rüber. So, und was sagen meine Notizen? Ja, so, ja, man sieht halt einfach, dass es halt ums finanzielle Interesse geht von der EU, ja, dass halt eben Facebook das ganze Geld in der EU ausgibt. So, eine Lösung wäre es auch, also eine weitere Lösung des ganzen Problems, wäre es halt eben nicht nur die Server hier in der EU aufzubauen, wie ich in der letzten Folge gesagt habe, sondern halt auch eben ein Unternehmen hier in der EU damit beauftragen, die Arbeit für Facebook zu verrichten. Aber das Problemchen dabei, dabei müssen ja halt eben ihre Algorithmen sozusagen abtreten, sagen so, yo, ey, so und so funktioniert das und keine Ahnung was, und das möchten sie natürlich nicht, das ist sozusagen ihr Staatsgeheimnis. Ja, und das würden die am liebsten halt vermeiden. So, und Facebook denkt sich so, ey, yo, Bro, eigentlich haben wir auf gar nichts Bock, weil das sind krasse Investitionen, hast nicht gesehen, dann verkrachen wir uns doch hier mit dem Trump, weil der ist ein bisschen... Der dreht am Rad. Ja, wir drohen dann erstmal der EU so von wegen, ja, wir verpissen uns. Wir machen nichts mehr. Die Leute hier in der EU, die sind doch hier alle auf Facebook hier voll getrimmt und hast nicht gesehen und keine Ahnung was. Aber schlaue Leute sagen halt eben, dass halt eben Facebook blufft. So, wer sagt das? Wer sagt das? Und was sagen die? Zum Beispiel, ey, Alan Dahi, ich hoffe, ich habe ihn, oder Alan, ich denke, er heißt Alan Dahi, sagt halt eben, ich denke, wie hoch baue ich das Ganze hier? Das sollte ja hier ungefähr sein, auf der Höhe, ich mache mal auf der Höhe, denke ich. Ich mache, denke ich, das auf der Höhe, warte mal kurz, ich muss Reverse Engineering machen, ihr versteht mich. Scheiße, ich komme nicht so hoch. Ich denke, ich baue das hier so hoch. Hier rein. Und dann habe ich auch genug oben Decke sozusagen. Und dann alles genug. Ich baue das eben hier so rein. Das wird dann halt eben hier alles sein. So, und dann muss ich halt auch eben gucken. Ich baue das, denke ich, auch mal in diese Richtung, damit ich weiß halt eben, auf welcher Höhe ich das bauen muss. So. Das heißt, bis auf diese Höhe muss ich eben sozusagen eine Treppe bauen. So, okay, dann wissen wir Bescheid. So, Alan Dahi hat gesagt, also der ist das irgend so ein Typ von der österreichischen Datenschutzorganisation NOIB, N-O-Y-B. Und der hat eben gesagt, dass halt eben der europäische Markt für Facebook viel zu wichtig ist, als dass sie irgendwie den verlassen wollen würden, oder ja, was heißt ja wollen würden, also wollen das nicht, aber im Notfall machen das so, nee, die würden es gar nicht verlassen, weil halt eben der europäische Markt, Europäer sind halt so knapp 1 Milliarde Einwohner und halt eben Europa ist halt eben, also Afrika hat vielleicht, ich weiß nicht, ich würde mal sogar sagen, Afrika hat mehr Einwohner, aber Afrika hat halt eben weniger Geld als Europa. Und was wollen die Unternehmen? Batzen. Die wollen die Batzen nicht irgendwie groß Menschen erreichen, sondern die wollen halt eben die Batzen machen. Und die meisten Batzen machen sich halt eben bei Leuten, die halt eben selber Batzen haben. Und wir hier in Europa haben halt eben die Batzen. Ja, und deswegen würden die halt eben nicht riskieren, sozusagen den europäischen Markt zu verlassen, weil sobald die den europäischen Markt verlassen, kommt dann eben halt ein anderes Unternehmen, das vielleicht in Europa angesiedelt ist und nimmt deren Platz ein und die machen dann die Batzen.
Und ja, die haben halt über Jahrzehnte, ja, Jahrzehnte, so lange gibt es Facebook nicht, aber halt über die Jahre eben eine Marke aufgebaut, Facebook, wobei halt eben Facebook langsam ausstirbt, würde ich mal so sagen. Aber ist halt eben dennoch präsent. Und die würden halt eben ungerne eben ihren Platz abgeben. Also vorgefertigten Platz. So. Und die Dudes haben halt auch eben gesagt, dass halt eben Facebook darauf pokert, dass irgend so eine irische Datenschutzbehörde, also so wie ich das mitbekommen habe, denke ich, warte, was sammle ich? Ich brauche Cobblestone. Ich kann mich aber eigentlich da schon reinbauen, dann besorge ich mir so Cobblestone. So, dass irgendwie so eine irische Datenschutzbehörde, weil ich denke mal, irgendwo in Irland liegt eben irgendwie die Facebook-Zentrale hier in Europa eben irgendwie so sagt, ja nee, komm, dass sie irgendwie so den Schwanz einziehen und ja, dann halt eben irgendwie sagen, ja nee, nee, komm, komm, alles ist gut. Wegen halt eben dem finanziellen Interesse, weil die kriegen halt trotzdem Cash rein, auch wenn die hier Facebook nicht ihre Server haben, aber eben die EU will halt eben die großen Unternehmen nicht irgendwie krass besteuern, weil das ist dann sozusagen unfair gegenüber anderen Unternehmen, da kommen die eben damit. Weil halt eben die Debatte der Besteuerung der großen Unternehmen sehr groß im Raum steht. Dass halt eben diese ganzen großen Unternehmen, Facebook, Google, und hast nicht gesehen, kaum bis gar keine Steuern in der EU zahlen. Und viele beschweren sich darüber. Und man kann nicht einfach sagen, ja, jetzt zahlt man hier Steuern oder ich weiß nicht, wie die den Steuern entkommen. Und die versuchen halt eben so sozusagen die Gelder in die EU reinzubekommen. Eben sozusagen so dadurch, dass sie sagen, yo, ihr müsst in der EU in die EU investieren, Server bauen, hast nicht gesehen, weil unsere Datenschutzbestimmungen sagen das so. Und es hat ja nichts damit zu tun, dass ihr irgendwie Steuern zahlen müsst. Aber unsere Datenschutz, ey, wir denken an den Otto Normalverbraucher. Ja, wer glaubt so selig? Ja, und das ist halt eben das Dingchen bei denen. Meiner Meinung nach. So, und dass halt eben diese irische Datenschutzbehörde auf irgendwie auf den Datenschutz scheißt und halt eben ans Geld denkt und denke ich mal, ich denke an ProSieben, ey, wieso denke ich an ProSieben und dann halt eben Facebook eben alles verzeiht. Das Ganze oder so, keine Ahnung was. So, aber das war halt eben zu dem Thema. Ja, mir ist halt eben noch nebenbei irgendwie, wo ich jetzt an ProSieben gedacht habe, eingefallen, ich habe irgendwie Radio gehört, dass da irgendwie irgend so ein AfD-Politiker, oh ja, wieder AfD-Politiker am Start natürlich. Ich denke, ich mache das hier so ein bisschen rein und dann. Ich denke, ich mache hier einfach meine Gemächer. Ich mache hier nicht so groß Wischiwaschi. Und hier kann ich unter anderem die Toilette bauen. Ah ja. Ich denke, ich mache das hier so. Dann geht das da so rein. Ich denke, ich mache das auch drei breit. Ich weiß nicht. Ich mache das hier zwei breit. Hier wird so eine zwei breite Tür sein. Dann geht es hier so rein. Dann geht es hier drei breit weiter. Und dann irgendwann mal kommt halt eben das Zimmer. Und ich habe mir auch eine coole Idee fürs Zimmer schon überlegt. Ich baue mich mal hier kurz rüber. So, und zwar fürs Zimmer. Das Zimmer baue ich, denke ich. Denke ich, denke ich, denke ich, denke ich, denke ich, denke ich. Wohin, bis wohin geht das hier? Ja. Das Zimmer muss auch 4 hoch sein. Ne, 5 hoch. Fürs Licht muss das, denke ich, 5 hoch sein. Kann das, ey, ich muss mal gucken wegen den Lampen, weil ich will die Lampen genauso machen wie da oben. So, vielleicht nächstes Thema. Und zwar, ja, komm, das Thema geht klar. Nee, richtig, wo ich über ProSieben nachgedacht habe, eben irgendwo in einer Bar hat halt eben so ein AfD-Politiker mit irgendjemand anderes, wo er gedacht hat, dass er halt eben nicht beobachtet wird, hat er gesagt, ja, kommt rein, ihr Flüchtlinge, können wir gerne die alle aufnehmen, aber weil wir können ja, wieso gehe ich für Dingen, sind, keine Ahnung. So, 1, 2, 3, 4, 5, so perfekt, 5. Ja, die können schon rein. Wir werden die doch alle abknallen und vergasen. Oder so. Also Wortlaut. Und das Ding ist halt, eben ProSiebens, irgend so ein Filmteam hat die halt eben irgendwie undercover gefilmt. Ich denke mal, einfach nur irgendwie so eine Reportage gemacht. Ja, und dann haben die es aus Versehen mitbekommen. Ja, und haben sich jetzt so eine fette Story draus gemacht, so mehr oder weniger. Oder was ist eine fette Story draus gemacht? Aber die haben halt eben Glück gehabt, dass sie das so mitbekommen haben. Und jetzt der Typ, die das aufgenommen haben, die machen jetzt aus.
eine große Story und keine Ahnung was, also kriegen, weil das schlägt jetzt Wellen, also jetzt ganz ehrlich. Also ich muss auch zustimmen, das ist halt eben so, sowas sagt man einfach auch nicht und ja, das macht man auch einfach nicht, also ganz ehrlich. Scheiße, ich hätte doch nicht zurücklaufen sollen. Ja, das war halt eben ein Kurzthema zu ProSieben. So, aber denkt trotzdem nicht, dass ProSieben und wir jetzt auf einmal gut Menschen sind, wenn die schon Leute so ausspionieren, mehr oder weniger. So, der Trump, der liebe, liebe Trump, das leidige, leidige Thema, man kennt es, man weiß es, man spürt es im Nacken, dass Trump halt eben allen auf den Sack geht. Und zwar, diese Debatte oder das Gespräch über dieses Thema gab es halt eben schon seit Jahren. Ich muss einfach eigentlich weiterbauen. Ja, und zwar über seine Steuererklärung. Irgendwie jeder Präsident nach irgendeinem Typen hat die veröffentlicht. Aber der irgendwie nicht. Der hat so gesagt, ja, nee, hat er nicht gesehen, bla bla. Und er hat sich immer als richtig guter Businessman angepriesen, weil kommt immer gut in den USA an, wenn du als Präsident guter Businessman bist. Weil wenn du Businessman bist, du guter, dann weißt du auch, wie du einen Staat führen kannst und fette Batzen machen kannst mit dem Staat. Aber so denken die, aber so do ticken die USA-Dudes. Und ja. Und das wurde halt eben veröffentlicht und da kam halt eben raus, dass Trump halt im Jahr nur 750 Euro oder Dollar halt eben an Steuern gezahlt hat. Da denkt man sich so, okay, war der gar nicht arbeiten oder so? Nein, nein, der hat richtig fett Business gemacht, der hatte richtig fette Resorts. So, aber da kommen wir jetzt noch zu. Und zwar in 10 von 15 Jahren, ich muss eigentlich voll Reverse Engineering hier machen, in 10 von 15 Jahren, die er halt eben arbeitet, Steuern, also veröffentlicht wurden, so wie ich das mitbekommen habe, so ich denke, ich baue das hier sozusagen die Mitte, ich weiß aber nicht, wie ich jetzt da hinkomme, verdammt, da sind jetzt 1, 2, 3, 3 zur Seite von hier. 1, 2, 3. So, hier wird sozusagen die Mitte sein. Das heißt, oh, ist ja eigentlich nicht so geil. Also sozusagen, ja, und vielleicht mache ich die Gemische einfach ein bisschen größer. Kann man auch machen. Ja, in diesen 10 von 15 Jahren, die er halt eben, ja, ich muss mal hier kurz gucken. Ich muss das hier ein bisschen abzählen, wie weit ich das halt eben reingebaut habe. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. So, 6, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, so, 6, 6 rein. Und dann muss ich auf der anderen Seite auch 6 machen. Abzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann kann ich das bauen. So, hat er halt eben nur, also in 10 von 15 Jahren hat er gar keine Steuern gezahlt. Und in den Jahren, in denen er gezahlt hat, hat er so 750 Dollar gezahlt, oder das ist das Jahr, wo der, denke ich, am meisten gezahlt hat, 750 Dollar. Also, was wirklich ein Witz ist. Weil halt eben ein normaler Steuerzahler in den USA, ich denke mal in Deutschland auch so ähnlich, 12.000 Dollar zahlt. An Steuern. Und Trump so, yo, ich zahle mal 750. Obwohl er dicke Resorts hat, die mehrere hundert Millionen kosten, Leute. Und er zahlt einfach nichts an Steuern. Ja, und da fragt man sich so, Bro, ist das noch rechtens? Also sollte er nicht direkt in den Knast kommen, weil er gar keine Steuern gezahlt hat? Oder wie sieht es mit Steuernachzahlungen aus oder sonstigem? Ja, zum einen hatte, also ich hatte ein bisschen BWL gehabt in der Uni, da habe ich ein bisschen darüber gelernt. Und zwar erkläre ich euch das vielleicht für den einen oder anderen, der das halt eben nicht so weiß. Also ich wusste es zum Beispiel vor dem BWL gar nicht, dass das eben so funktionieren kann. Man kann halt eben seine Verluste von einem Unternehmen von der Steuer absetzen. So, und weil halt eben Trump sehr hohe Verluste eingefahren hat, von den Vorjahren kann man halt eben das auf die nächsten Jahre irgendwie übertragen oder sowas, habe ich mal gelernt. Also du verlierst in einem Jahr irgendwie 20.000 und im nächsten Jahr musst du 10.000 zahlen, zahlst du die nicht. Und im übernächsten Jahr musst du wieder 10.000 zahlen, zahlst du die auch nicht. Irgendwie sowas kannst du machen. So, wow. So, ich mach mal ein Crafting Table. Ich hab kein Holz. Ja, ich bin behindert.
So, und das hat halt eben Trump sich zunutze gemacht. Also so eine Regel gibt es halt eben sozusagen in den USA. Also es ist halt eben mehr oder weniger eine schlaue Regel, das halt eben so zu machen, dass man sozusagen ein Unternehmen unterstützt, das halt eben sozusagen im Verlusten ist, dem es halt eben schlecht geht. Unterstützt halt eben der Staat, dass es halt eben nicht direkt pleite geht, weil es halt eben noch Steuern zahlen muss, weil es schon davor krasse Verluste eingefahren hat und dann noch mehr Verluste durch die Steuern, bla bla. Ja, und zum Beispiel, ja, und ah ja, ja, zum, dann ein Beispiel dafür. Er hat halt eben irgendwo einen dicken Resort, ich denke, keine Ahnung wo, ich denke mal irgendwie mit Golf und hast nicht gesehen, gekauft. Für, also er hatte da rein investiert, er hat irgendwie für 200 Millionen gekauft, für 130 Millionen irgendwie investiert, hast nicht gesehen, so knapp 350 Millionen hat er in das ganze Ding reingesteckt. Und ja, und am Ende des Tages hat er halt eben Verluste von 160 Millionen gemacht. Da denkt man sich so, Bro, kannst du überhaupt mit Geld? Also ganz ehrlich. Und du nennst dich großer hier Geschäftsmann. Der hat einfach... Yo, Bro, keine Ahnung, wie kann man so bad sein? Ja, und dann zum Beispiel, also die Leute haben sich halt eben gedacht, entweder ist er voll der Schwindler, also oder er ist halt eben voll der krasse Geschäftsmann. Bei dem Ganzen, also entweder er ist krasser Steuerhinterzieher oder er ist voll der krasse Geschäftsmann. Weil zum Beispiel bei so einer TV-Sendung, ich weiß gar nicht, welche das ist, Apprentice oder so, da hat halt eben Trump mitgemacht und da hat er für knapp 70.000 Dollar sich die Frisur machen lassen. Da denkt man sich so, Bro, hat er sich einen privaten Friseur geholt für ein ganzes Jahr oder was? Hat die Sendung ein ganzes Jahr gedauert, also da denkt man sich so, Bro, oder der hat so krasse Haare, die so, da hat er nicht schon sogar eine fast Glatze oder so, oder lichtes Haar, weiß ich gar nicht. Ja, und da denkt man sich auch so, Bro, wo ziehst du dir diese Zahlen, also aus welchem Arsch? Also es gibt viele Ärsche, also Arsch ist ein, Trump ist ein so ein Arsch, aber Aus welcher Ecke des Arsches hast du dir das bitte gezogen? Ganz ehrlich. Ja, entweder verarscht er halt eben die Leute so richtig, richtig hart. Oder er ist halt eben ein richtig, richtig schlechter Geschäftsmann. Das kann es halt eben sein. Und ich würde halt eher vermuten, er ist beides. Also, er ist ein richtig schlechter Geschäftsmann, hat halt eben richtig fette Verluste eingefahren. Und, ja, und um seinen Arsch zu rechnen, hat er retten oder beziehungsweise keine Steuern zu zahlen, hat er halt eben angefangen zu verarschen. Ja. Die Leute halt eben zu verarschen. Und dann halt eben so andere Leute, die halt eben vernünftig arbeiten, zahlen. Also, es ist halt wirklich so, als normaler Bürger ist man halt eben krass im Arsch, weil man halt eben so viele Steuern zahlen muss einfach. Also diese ganzen Geschäftsmänner, die zahlen einfach null Steuern und kassieren einfach die Batzen. Und das ist halt eben mehr oder weniger ein großes Problem. Ich gucke oder habe halt so ein Innermal hier so geguckt und das hat halt auch eben gesagt, das Dümmste, was man eigentlich machen kann, ist es einen ganz normalen Job zu suchen oder mit dem Ziel ranzugehen, sich einen ganz normalen Job zu besorgen, weil halt eben schlecht bezahlt wird, hast du nicht gesehen, du musst für jemanden arbeiten, der zockt dich ab und du bleibst am Ende des Tages arm. Also das ist halt wirklich so ein Shit. Ja, geil, ist hier drin. Ich schieße durch die Mitte, kann es sein? Ja. Und da bauen wir 1, 2, 3, 4, 4 zur Seite. Okay, wo ist die Mitte? Also 4 zur Seite von der Mitte. Okay. 1, 2, 3, 4. So, perfekt. Und, ja, und das halt eben das Dümmste ist, einen ganz normalen Job anzunehmen, weil dann kann auch der Chef so sagen, yo, ey, ganz ehrlich, ich feuer dich und hast nicht gesehen. Und der Chef kann sich mehr auszahlen. Also, aber ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, nicht für jedermann ist halt eben so ein
Chef und Business erstellen, weil es halt eben extrem anstrengend, muss man sehr robust sein, psychisch, hast nicht gesehen, und wenn es mal schlecht läuft, ja, bist du am Arsch, und als Arbeitnehmer kannst du einfach sagen, yo, Unternehmen, bye bye, ich gehe zum anderen. Das sind halt eben auch so die Vorteile bei dem Ganzen. Aber halt eben sozusagen, wenn man halt eben so vom finanziellen Aspekt guckt, ist es halt eben am intelligentesten. Das hat der Staat eben auch extra so gemacht, um halt eben die zu unterstützen, weil halt eben so diese ganzen Arbeitgeber, neue Unternehmen eben neue Jobs generieren für Leute, die halt eben so viele Steuern zahlen. Dann gibt es einen, der zahlt keine Steuern, Hashtag Trump, und generiert dafür 1000 Jobs für Leute, wo dann jeder 12.000 Dollar zahlt an Steuern. Ja, ist halt für den Staat lukrativ. Und dann denkst der Staat, ja komm, dann kackt ihm halt einer ab, und dafür hat halt eben der Staat es eben gut. So. Die Aufnahme hat, ja, mehr oder weniger, ein Funfact am Ende. Biden hat kurz darauf, also sein Kontrahent bei der Präsidentschaftswahl, kurz darauf einen Sticker erstellt, wo drauf steht, dass er mehr Steuern gezahlt hat als Trump. Also EasyGG hat er den hops genommen. So, auf jeden Fall. Ja, die Aufnahme ist zu Ende, und wir sehen uns eben bei der nächsten Aufnahme. Hast du nicht gesehen, vielleicht im Stream, keine Ahnung. Würde mich freuen. Ja, mit diesen Worten beende ich auch die Aufnahme. Bis zum nächsten Mal und tschüss.